Leute, was geht ab? Cupcakes ist back. Yes, ich war faul. Aber ich bin zurück und heute auf Bash's Account. Es wird Zeit, mit diesem Account einfach Scheiße zu bauen. Nein, werden wir nicht. Ganz im Gegenteil, wir werden was Cooles machen und zwar, wir schauen uns an, wie wir 5000 Punkte oder vielleicht sogar mehr beim neuen Gildenboss holen. Denn seit dem letzten Patch kann man ja auch mehr Belohnungen, mehr persönliche Belohnungen erhalten als vorher, ist euch vielleicht schon aufgefallen. Und natürlich höherer Score, den man erreichen kann. Wow, die FPS ist derb im Arsch. Mehr Score heißt natürlich auch mehr XP für eure Gilde, was nice ist. Jetzt schauen wir mal. Also, Bersh ist hier bei 4978 und hat mich knapp abgezogen. Da muss ich natürlich noch aufpassen, aber ja. Wie dem auch sei, das ist schon mal relativ nice. Ich muss sagen, da ist mehr drin. Gut, mehr ist zwar immer drin, aber ja. Denn tatsächlich, da bin ich auch keine Ausnahme, genauso wie er. Bei Schwer und bei Normal haben wir einfach First Try genommen, was der gegeben hat und auf Wiedersehen. Weil da kann man eh nicht so krass minmaxen. Aber natürlich, mehr geht immer. So, das hier ist ein ganz guter Score, 2366 von Bersh, den hat er heute erst gemacht. Tatsächlich angepeilt haben wir so 2500. Und es ist auch durchaus realistisch. Allerdings ein bisschen RNG-abhängig, also ihr müsst halt Bock drauf haben, kein Plan. Ich zeig's euch einfach mal. Das war mit, nicht mit diesem Team. Auch nicht mit diesem. Mit diesem Team war das. Das war mit diesem Team hier. Escanor macht Schaden, Valenti ist dafür da, mit dem Ult Damage zu machen, denn der skaliert ja mit Buffs auf dem Feind. Und der Boss hat sehr viele Buffs aktiv. Lilia für Damage-Erhöhung der Gruppe durch ihren Passiven, ein bisschen Heal, ein bisschen Cleanse. Jillian für erhöhten Max-HP. Hier ist der Trick: Damage-Gear equippen, eventuell das von eurem Hauser oder die Meliodas. Denn sie hat ja durchdringend Schaden und das kann man damit pushen. Dann macht die sogar ein bisschen Aua. Übrigens ganz wichtig, wenn Valenti an Bord ist, dann wird der Boss praktisch keinen Damage an euch machen. Und ihr werdet sehr, sehr viel Geduld sehen, was ziemlich cool ist. Also auf jeden Fall EP-Food reinschmeißen, ne? Das bringt mehr Punkte. Auch wenn ihr nicht den ersten Turn haben werdet, ist nicht so schlimm. Der Boss macht echt wenig Damage, weil Valenti an Bord ist. Ihr müsst nur auf Jillian aufpassen. Jillian wird auf jeden Fall gut Damage kassieren, leider. Macht das Ganze natürlich ein bisschen kniffliger. Denn tatsächlich der eigentliche Angriff, der nur Schaden macht, den Boss, ist den seine blöde Korrosion, die durch den AE verursacht wird. Und der AE hat so wenig einzelnen Damage pro Hit, dass bis auf Jillian alle Geduld bekommen werden, was cool ist. Und deswegen natürlich auch keinen Debuff. Wäre natürlich geil, wenn das für alle klappen würde, aber ist, glaube ich, bei Jillian unrealistisch. Es sei denn, er macht ein 6x Defense Set vielleicht dann. Aber ob das so clever ist, keine Ahnung. So, geht auch schon los. Man sieht hier übrigens, wenn man einen zweiten Turn hat, wie gesagt, dann hat der Boss keine Buffs zu Beginn, was nice ist. Das heißt, wir können die direkt mit dem Defense Break beginnen. Na komm. Ja. Zack. Zack. Und im Prinzip wollen wir einfach in der ersten Phase nicht zu viel Zeit verstreichen lassen, aber genug Zeit verstreichen lassen, dass wir 2 bis 3 Ults ready kriegen, um Phase 2 schnellstmöglich zu beenden und das am besten ohne Turns zwischendrin haben zu müssen, weil nach jedem Zug heilt sich der Boss. Und wenn der Boss low on life ist, dann gerne nochmal pro Zug so um 40.000, was nicht wenig ist. Jetzt haben wir natürlich voll trashige Damage Skills. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das wird, glaube ich, nicht reichen, aber versuchen wir es mal, um den Schild zu zerstören. Oh, vielleicht doch. Yes. Nice. Mit hier ist natürlich sparsam umgehen, ne, weil Lydia braucht ja zum Cleansen immer 2 Karten. Wir Escanor. Nur spielen wir hier. Leider haben wir jetzt nichts zum Stallen. Attack Break, den benutzen wir.
Dann schimmeln wir uns hier noch zwei Karten zusammen. Zack. Hat der Boss Immunity? Voll, na klar. Hat dann Google nicht geklaut. Keine Ahnung. Voll egal. Immer der kein Damage. Was ist eine Ein-Sterne-Karte? Na ja, klar, natürlich. Mein Gott, bin ich blöd. Nicht aufgepasst. Oh, wir haben hier ganz, ganz viel, ganz viele Defense-Breaks. Damn. Und wir haben keine Ulti-Punkte mehr. RIP, Alter. Die sind nix gut. Hier heben wir uns auf jeden Fall auf. Nehmen wir das hier als nächstes. Richtig geile Karten. Hält mir. Geht zwar jetzt ein bisschen zu lang, wegen diesem dummen Ulti vorhin, aber Karten sind auf jeden Fall fresh. Diese. Will ich ja ungern mit 3 Sterne spielen gegen den. Das machen wir jetzt anders. Wir machen den zuerst. Dann den hier und den benutzen wir jetzt nicht. Den benutzen wir jetzt noch nicht. Der müsste ja eigentlich tot sein, oder? Ich hoffe es. Das kann nur. Ja. Okay. Jetzt mal die Ulti-Punkte checken, Defense breaken und töten. 2 Ults haben wir. Passt den dritten auch noch. Wir zerstören den Schild. Und nächste Runde machen wir ihn platt. Nochmal anders. Zack. Zack. Dann den Defense Break. Jetzt haben wir 5 Ulti-Punkte. Sehr gut. Es kann nur eine Schelle hinterher. Nice. Ja. Dann 3 Ultis und dann müsste er tot sein. Good RNG. Betonung liegt auf müsste. Vielleicht ja auch nicht. Was hat denn der noch Leben? Ich weiß ja ungefähr, was die Ults an Damage machen. Ah, 285. Ich weiß nicht, ob das was. Aber die Frage ist, soll ich noch davor heilen vielleicht, dass ich volle Life habe, falls ich ihn doch töte? Das fehlen halt doch viele Punkte, aber wenn der Damage fehlt, ist auch Trash. Ich würde sagen, wir werden mal... Ich würde sagen, wir heilen. Doch, wir heilen. Er hat eh noch kein Ulti ready für die nächste Runde. Oder doch? Weiß ich nicht. So. Zack, zack, zack. Hoffentlich reicht das. Ich glaube aber ja, ehrlich gesagt. 144k, Schnecke. Ja doch, der ist down. Nice. So, mal gucken, was es hier punktemäßig geht. Bersh, du kannst mir jetzt schon mal danken, dass ich mit deinem Account eine bessere Punktzahl geholt habe. Vielleicht auch nicht. Oh. Hast 2,5. Fällt mir. Diese gut, Leute. Diese gut. Also ihr seht, ne? 2.500 ist durchaus mit diesem Team realistisch. Und wir haben tatsächlich auch nur 172 Punkte für die verwendeten Runden verloren, weil es ja doch relativ schnell ging. Ich muss gestehen, auch wenn der RNG nicht so gut ist, werdet ihr vielleicht 100 Punkte weniger, 150 weniger haben. Immer noch sehr viel also. Also diese gut. Und so kann man das spielen. So solltet ihr das spielen, wenn ihr das Team dafür habt. Wenn ihr das Team nicht dafür habt, ganz wichtige Sache, dann spielt das Team, was ich geholt habe, oder das ist, was ich gebaut habe oder benutzt habe. Es ist sehr ähnlich. Ich zeige es euch mal. Mit der habe ich übrigens diese Punktzahl hier unten, 4904 erreicht insgesamt. Escanor ist eh ein No-Brainer. Valenti habe ich ja nicht, wie gesagt. Hier war statt Valenti bei mir
grüne Elisabeth drin. Einfach nur, um die Ulti-Punkte des Teams extrem schnell hoch zu pushen. Denn sie beginnt mit zwei Kugeln Ulti, hat noch eine dritte Kugel Ulti von Merlin. Ich habe hier Merlin drin gehabt. Wo ist Merlin? Da. Oh, was ist denn mit den FPS los? Und da Lilia. So sah mein Team aus. Jetzt rein von dem Setup und auch von der Reihenfolge. Wenn sie den Ulti benutzt und den rusht ihr einfach in Turn 1 mit diesem Team. Weil sie fängt ja mit 3 Punkten an, wie gesagt. Und ihr spielt einmal diese Karte. Und einmal diese Karte und habt ihr im nächsten Turn ein Ulti. Und ihr Ulti bufft ja wieder die ganzen Ulti-Punkte der Gruppe um 2. Das heißt, ihr habt innerhalb von 3 Turns alle Ultis der ganzen Gruppe ready. So spiele ich das halt. Also ist recht nice. Kann man auf jeden Fall machen. Schaut mal, wie es am besten für euch läuft. Und ich wünsche euch viel Erfolg und danke fürs Zuschauen. Ich sag Peace out. Ich bin raus.